vollkommen baugenehmigungsfrei. Ist das in vielen Bundesländern, zumindest im Saarland ist das so, in Bayern glaube ich und in Nordrhein-Westfalen im Moment. Und denn es hat wenige Kubikmeter umbauten Raum. So ist es. Wir sind in Hamminkeln. 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 Ja. Mein Gott, das kann ich kaum aussprechen, aber es ist in Nordrhein-Westfalen, eins Live-Sektor hier und du bist der? Andreas. Andreas. Wir reden heute mal über dieses kleine Haus da, zusammen mit deinen Kollegen. Du machst den Vertrieb hier so ein bisschen, ich habe die Chefs noch hier mit dabei, die da sind. Das habt ihr entwickelt. Du bist der? Ich bin der Anand. Ich grüße dich herzlich. Wo wird das denn gebaut? Das wird in Polen gebaut. Das ist eine ganz einfache Sandwich-Technologie, was in der Größe eines Containermoduls gebaut wird. Das ist exakt ein Container? Das ist exakt ein Container, genau. Ein kleiner Seekontainer? Genau, 3x6 Meter ist das. 3x6 Meter, also Preis von dem, was kostet? Der geht bei 9.000 Euro los, ja, hat dann Doppelverglasung und eignet sich super als Ventillösung für Gewerbebetriebe, die, sage ich mal, eine Halle haben, kein Büro haben oder für einen Autohandel, der einen riesen Platz hat. Kennst du ja vielleicht, da stehen zig Autos, aber der hat jetzt kein Büro, einen warmen Platz, wo er mit den Kunden reingehen kann. Für solche Menschen ist das eine super Lösung. So, geht bei 9.000 los. Der hier, wie er hier steht? Genau, der hier so, wie er steht. 9.000? 9.000 Euro wird er kosten, ja. Okay, das heißt, du könntest auch zwei übereinander stellen? Man kann auch zwei übereinander stellen. Das würde die Statik zulassen. Der hier hat oben eine Dachnagel, damit das Wasser ablaufen kann. Muss natürlich etwas anders gebaut werden. Ne? So, ein bisschen anders. So, der hat diese Ösen an der Seite, dass man es auch transportieren kann. Das heißt, Lieferzeit bei dem? Ja, bei dem ist es relativ schnell. Da schaffen wir eine Lieferzeit aktuell von 5 bis 6 Wochen. Heizung? Heizung, ja, ist alles Verhandlungssache. Mhm. Ne? Das heißt, normalerweise kommt da eine Split-Klimaanlage rein, die kann wärmen und kühlen. Sehr, sehr energieeffizient. Genau, richtig. Also mittlerweile die Split-Klima-Geräte, die haben ja eine sehr, sehr hohe Effizienz. Also mittlerweile auch schon fast 1 zu 7. Das bedeutet 1 Kilowatt Einspeisung und 7 Kilowatt Energieausstoß als Wärme. Diese Möglichkeit gibt es auch. Man kann auch sagen, okay, ich möchte lieber Infrarot-Panels haben. Diese Möglichkeiten sind natürlich auch vorhanden. Das ist natürlich individuell anpassbar. Ne? Fußboden ist kalt? Fußboden bei dem ist kalt tatsächlich, ja. Aber man kann das auch als mit Fußbodenheizung bestellen, das ist kein Problem. Elektrische Fußbodenerwärmung dann quasi, oder? Das heißt, da ist eine Heizschleife drin, eine kleine. Die verbraucht auch relativ wenig Strom, ich kenne das. Genau. Man kann die aber auch in dem Bereich natürlich nachrüsten. Das ist schon begeisternd. 9.000 Euro netto oder brutto? Brutto. Brutto, inklusive Steuer? Inklusive Steuer, ja. Ich bin geflasht. Das heißt, also da ist schon diese Tür und das Fenster mit drin. Genau, richtig. Tür, Fenster ist mit drin. Das Außenpaneele? Genau, Außenpaneele, Fassade, ist alles individuell gestaltbar. Wie es hier steht? So wie es hier steht, ja. Das Schloss ist auch schon drin. Das Schloss ist auch schon drin, genau, richtig. Schloss auch drin, die Lichter auch. Also ich habe vorher nicht gefragt, was kostet, ja. Das ist, ja, aber immer Bruttopreise. Wir haben Endkunden in der Regel und deswegen nennen wir auch Bruttopreise. Also rund, inklusive Steuer. Also rund 7,2 netto, wenn man das so will. Sag mal, die müssen euch ja... Ach so, ich mache ja den ersten Film jetzt. Ja. Warte, ich zeig das mal. Das bedeutet, das Ding ist unverrottbar. Außen, das Material, ist das Stahlblech oder Alu? Das ist Stahlblech. Stahlblech. So, das ist drauf. Aber das ist natürlich behandelt. Das heißt, das sieht so aus, als wäre es entsprechend... was ist da drauf auf dem Blech? Da ist eine Speziallackierung drauf, das auch ein bisschen Hitze abweist. Man muss ja auch schauen, dass man auch mit der Lackierung auch aufpasst wegen der Sonneneinstrahlung, damit sich alles nicht verformt und verbiegt. Ja. Und dementsprechend ist das auch speziell lackiert. Ist aber auch komplett individuell anpassbar. Jetzt sage ich mal, da ist ein Kunde, sein Logo ist jetzt rot oder gelb. Das kann man auch komplett in der Farbe gestalten, so wie der Kunde das möchte. Das geht auch noch? Das geht auch, ja. Okay, so sieht es von hinten aus. Das ist die Stromeinspeisung natürlich. Hast du jetzt 230 Volt da mit drin, die praktische Elektrotechnik-Sicherungen sind drin? Genau, richtig, die sind mit drin. Das ist jetzt, die werden auch immer bei uns vor Ort geprüft. Das war jetzt auch vorhin ein deutscher Elektromeister, der hat jetzt quasi die EU-Stecker nochmal alle komplett eingebaut, alles durchgemessen. Ja, und so ist es dann auch angeschlossen hier. Ne? Sensationell. Ungefähr die Lieferzeit, wenn ich das haben möchte? Ja, 5 bis 6 Wochen. 5 bis 6 Wochen? Genau, richtig. Ja. Man kann sich das auch so vorstellen, es gibt ja auch viele Ortschaften, ja, wo man vielleicht einen kleinen Gewerbezweig hinstellen möchte, aber aufgrund der Möglichkeiten ist es vielleicht nicht ganz so gegeben. Zum Beispiel Kioskbetriebe, Dönergeschäfte, Pizzerien, ja, für alles ist das umschlüsselbar und man hat in 5 bis 6 Wochen quasi eine Immobilie da stehen, ja, weil es relativ wenig Geld kostet und der Kunde spart natürlich damit Mietkosten. Ja. Das ist vollkommen sensationell.
Da hinten läuft er, das ist der Geschäftsführer. Ich grüße dich herzlich. Jetzt habe ich dich schon wieder erwischt, dass es da ist. Reicht das nicht? Es reicht nicht, denn ihr habt hier was auf die Beine gestellt, das ist ja sensationell. Ich kaufe in Deutschland, ich überweise mein Geld nicht ins Ausland. Ihr könnt auch entsprechende Garantien machen. Hier könnte man sogar Zug um Zug machen, das wäre unter 10.000 Euro. Die wollen jetzt die Bargeldgrenze einführen, dass wir das haben. Aber ihr kommt aus Deutschland, das heißt, also ihr seid ein deutsches Unternehmen. Du sprichst Deutsch, das ist alles, genau. Ich sag mal, du sprichst auch Deutsch. Es ist, das war vielen Leuten wichtig, dass sie also mit einem Vertragspartner aus Deutschland zu tun haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, das war jetzt nicht geäußert direkt in erster Linie, aber ich sag mal so, man hat sich oft bezogen auf Firmen, die im Ausland ansässig sind. Aber man hat das jetzt nicht so direkt gesagt, aber... Ist deutsches Recht, das heißt also, ich mache hier einen Vertrag nach deutschem Recht, nicht nach polnischem Recht oder so? Richtig, richtig. Und es geht ja viel auch um die SIP-Bauweise, die dann Baugenehmigungsverfahren ist, das dann wirklich ein Staat... Was ist SIP? Das sind die Sandwich-Paneele, die mit dem PU-Schaum gefüllt sind, die bis zu 15 cm eine KfW-40-Effizienz erreichen und bei 20 cm sogar im Passivhausbereich dann sind. Ich bin total begeistert hier von dem kleinen Häuschen, zumal ich mir gut vorstellen könnte, das könnte auch nutzbar sein für alle nur möglichen Anwendungen. Das heißt also... Es gibt sehr viele Sammelunterkünfte, ob jetzt eine Bank einen Umbau hat und dann einen Ersatzschalter macht. Also es gibt alle möglichen Sachen dafür. Der gute alte EC-Automat, der könnte da rein, also das könnte alles sein. Ja, wenn ich das haben möchte, ich habe noch ein größeres Modul, da werden wir gleich einen eigenen Film drüber machen. Da kann man schon richtig drin wohnen und auch das ist in Nordrhein hier in NRW verfahrensfrei. In NRW und Bayern ist das momentan ohne Baugenehmigung möglich, sowas zu setzen, definitiv. Gut, die werden das natürlich merken irgendwann mal und werden das anpassen. So ist es im Saarland schon mal passiert, in einer ähnlichen Regelung. Aber... es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, dass viele Leute sagen, ich möchte mich gern verkleinern, oder? Genau, richtig. Also der Trend geht ja zum Minimalismus hin. Ja. Das ist ja bei mir auch persönlich so, dass man hingeht und den Keller hat man ja meistens einfach nur vollstehen. Man hat zwar die große Fläche, aber im Grunde genommen dient es ja meistens nur noch als Lager. Die Flächen im Wohnraum, die wir ja tatsächlich nutzen, wenn man das netto filtriert, dann kommt man meistens auf diese Flächen. Und deswegen ist klar, der Trend zum Minimalismus, deswegen ist auch unser größtes Modul, was wir verkaufen, auch bei 120 Quadratmeter circa. So, Preis von dem hier? Bei dem hier, der geht los bei 59.000 Euro. Ja? Je nachdem, wie es ausgestattet werden soll. Der kommt immer komplett ausgestattet, komplett ausgebaut, mit Badezimmer, Küche, Waschmaschinenanschluss, Splitgerät etc. Heizung ist mit drin. So, wenn ihr Lust habt, modul-houses.de. Ich bin immer noch von dem Preis natürlich geflasht, aber... Guck mal gerade, wir haben heute den 16. November 2022 und ich beziehe mal diesen Preis auf dieses Datum, so dass wir das mal haben, denn es weiß jeder, alles wird nicht billiger im Moment. Habt ihr das gemerkt eigentlich? Genau, richtig. Also es gab auch viele, viele Umstellungen. Da muss ich auch wirklich unsere Zulieferunternehmen auch loben, weil wir arbeiten mit vielen kleinen bis mittelständischen Unternehmen, die sehr intelligente Lösungen einfallen lassen haben, um dieses Lieferkettenproblem zu lösen. Ja? Und die haben da sehr, sehr viel mit Innovationen entgegengewirkt, dass sie gewisse Sachen umgestellt haben, universeller gemacht haben, ja, und so weiter. So, wenn ich das haben möchte, du bist einer natürlich der Leute, die man ansprechen kann, das wird verteilt. Habt ihr das so ein kleines bisschen aufgeteilt in Deutschland? Also wenn einer da beraten werden möchte, kommt ihr da vorbei oder gibt es da ein Telefonat, ein Zoom-Meeting oder... In der Regel ist es so, dass über die Zentrale die Anfragen dann aufgeteilt werden, je nachdem, aus welcher Region die Kunden dann auch kommen. Ist das Saarland noch frei? Das Saarland, ist selbstverständlich ist das auch dabei. Ah, ich überlege, ob ich das mache, weil das ist so cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, hier vorne ist es. Ja, wenn ihr wollt, modul-houses.de, da steht das Ganze, gibt's mal ein. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.